Yo, Pocket Army, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Anal. Wir spielen heute wieder Clash Royale und ja Leute, heute ist ein wunderschöner Tag. Erst hat Dortmund gewonnen, dann habe ich heute im Tischtennis gewonnen und herausgefunden, dass Schweine einen 30-minütigen Orgasmus haben. Und was könnte es da besser geben als ein wunderschönes Clash Royale Update? Am 3. März wird das Game jetzt nämlich fucking 4 Jahre alt. 4 Jahre zocke ich jetzt schon dieses Drecksgame. Also die Zeit vergeht echt mega schnell, Leute. Auf jeden Fall dafür kriegen wir zur neuen Season eine neue Arena. So eine Art Kuchen sieht eigentlich ganz nice aus. Was ich aber mega funny finde, ist, dass sie sich einfach bewegt. Danke an Jonas an der Stelle für das Gameplay. Aber die fährt einfach auf Rädern. Finde ich mega crazy. Auch wenn es vielleicht ein bisschen irritieren kann. Aber trotzdem finde ich eigentlich eine ganz nice Sache. Kommen wir zur nächsten Sache. Und das ist die neue Karte, nämlich die Knochenbombe. Oder auch Luftpostkiste oder königliche Luftpost. I don't know. Aber die meisten sagen auf jeden Fall Knochenbombe und das steht auch auf dem Developer-Account drauf. Die Karte an sich finde ich aber eigentlich nicht so krass. Also es ist eine 3-Elixier-Karte, die gewöhnlich ist, by the way. Aber es ist halt einfach ein Spell, wie so eine Art Zap eigentlich. Und wenn man es halt setzt, dann kommt halt am Ende noch ein Königsrekrut raus. Also halt so ähnlich wie ein Barbaren, fast unten selbst, sage ich mal. Ist jetzt nichts besonders Kreatives, also wir haben schon bessere Sachen erlebt. Dazu gibt es natürlich noch ein Battle Pass mit einem Tower Skin, geht klar eigentlich, und so einer Heilerin als Emote. Ja, beschweren kann man sich da eigentlich eher weniger. Ah ja. Wenn wir schon bei Emotes sind, da gibt es nämlich auch ein paar nice, die ihr aber leider nur bei Creatern gewinnen könnt. Ich bin übrigens immer noch keiner mit der Begründung von Silvercell, dass ich zu viel Clickbaiten würde. Ja, ich weiß hier nicht, da gibt es vielleicht doch ein paar andere Kandidaten, aber egal. Diese Creator haben dann auf jeden Fall im Verlauf der Season verschiedene Challenges in-game, wo ihr auch verschiedene Emotes gewinnen könnt und eine wird angeblich davon sein, wo man unendlich Elixier hat. Also stelle ich mir mega crazy vor, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Leute, es wäre ja anders crazy, wenn ihr einfach mega fett spammen könnt. Bin ich auf jeden Fall mega gehypt drauf. Und dazu kommt aber auch noch, dass ihr zu Hause für einen Game-Modus abstimmen könnt, welcher dann die ganze Season lang im Party-Modus verfügbar sein wird. Kommen wir zu den Balance-Changes. Der Miner macht jetzt nämlich nur noch 35 statt 40% Damage am Tower. Finde ich ein bisschen seltsam, weil ich persönlich fand den Miner jetzt gar nicht so krass. Dann machen die Mini-Golems jetzt 22,5% weniger Schaden, machen dafür aber 55% mehr Explosionsschaden. Also ja, geht eigentlich auch klar. Und die Kanone bzw. die Kanonenkarre macht jetzt auch 5% mehr Damage. Finde ich eigentlich eine ganz logische Änderung. Ansonsten bekommen wir wieder einen neuen Game-Modus, der sehr kreativ ist, muss ich wirklich sagen. Es spawnt einfach die neue Karte, die übrigens auch in dieser Season geboostet sein wird. Ansonsten gibt es für diese Season noch eine kleine Änderung am Season Reset System. Wir verlieren jetzt nämlich nur noch 25 und nicht mehr 50% unserer Trophäen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so nice finde, weil ich bin jetzt nicht der beste Spieler. Und umso höher ich bin, desto schwerer wird es natürlich sein, Kronen zu pushen. Und deswegen fände ich es eigentlich sogar besser, wenn ich 50% verlieren würde. Aber es ist ja auch nur für diese Season so. Was aber wahrscheinlich für immer so sein wird, ist, dass der Duo-Kampf aus dem Sammeltag im CW entfernt worden ist. Kann ich gar nicht so ganz nachvollziehen, weil eigentlich, auch wenn ich selber nicht gespielt habe, ein paar aus meinem Clan haben das eigentlich immer ganz gerne gemacht, weil Clan ist ja eigentlich so Gemeinschaft und deswegen war es eigentlich ganz schön, wenn man zu zweit gespielt hat. Aber wurde rausgenommen, verstehe ich nicht so ganz. Und Erdbeben kann jetzt übrigens auch Tesla Schaden machen, wenn der eben im Boden gesunken ist. Finde ich ein bisschen seltsam, weil Tesla ist sowieso nicht die krasseste Karte, aber okay. Und ganz am Ende wurde dann schon ein Teaser für das nächste große Update im Jahr 2020 angeteasert. Ich denke mal, es muss wieder irgendwas Großes kommen, weil das letzte große Update war eigentlich zu Season 1. Das ist jetzt 9 Monate her, Leute. Auf jeden Fall, es war so ein Bild, wo man eigentlich alle Arenen sieht. Also man kann das eigentlich so ein bisschen mit dieser Sammeltagsinsel im Clankrieg vergleichen. Da sieht man ja auch alle Arenen. Und in der Mitte ist so ein Fluss, wo eben auch Boote durchschwimmen. Aber diese Boote, die kommen uns so ein bisschen auf Clash of Clans bekannt vor. Damals gab es ja, 2017 war das glaube ich auch so ein großes Update, wo wir eine neue Insel bekommen haben. Das war dann damals so ein Neustart für COC, sag ich mal. Und das wäre vielleicht eigentlich auch ganz nice und das könnte ich mir auch ganz gut in Clash Royale vorstellen, dass es vielleicht einen Story-Modus gibt oder dass man einfach ein zweites Clash Royale hat, wo man nochmal von vorne beginnt, neue Karten sammelt, I don't know, könnte ich mir auf jeden Fall mega gut vorstellen. Und dass man dann eben auch mit seinem Boot die ganzen Arenen lang schwimmt und einfach nochmal was Neues machen kann. Und das fände ich eigentlich ganz nice. Und dazu sieht man im Hintergrund noch so eine Art Berg, keine Ahnung was es ist.
Das sieht so ein bisschen wie dieser Season 7 Skin aus Fortnite aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder auch wie Rathaus 13 aus Age of Clans. Ich weiß es nicht, Leute. Vielleicht sehen wir da irgendwas, was eigentlich gar nichts Besonderes ist. Aber auf jeden Fall schreibt eure Theorie runter in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, ein Like gleich. Einen Tag weniger auf das nächste große Update warten. Damit würde ich mich wie immer über Like, Abo freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao!